Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung, zur Review eines neuen Zerstörers, den Wargaming mit dem heutigen Tag oder eigentlich mit dem gestrigen in der Nacht ins Spiel implementiert und der ab sofort zu kaufen ist gegen Dublonen und höchstwahrscheinlich auch im Premium Shop in verschiedenen Paketen. Die Z35. Was ihr hier im Close-Up seht, ist ein Schiff, das natürlich einer Z23 sehr, sehr ähnlich ist. Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier einen Zerstörer 1936 haben in einer Variante B. Die Z23 ist die Variante A, die Z35, und ich hoffe, ich verwechsel nicht die ganze Zeit die 23 und die 35, Gehirn, bitte steh mir bei, ist, also Z23 Variante A, Z35 Variante B. Historisch gesehen hat man mit der Variante B auf die immer stärkere Gefahr der Flugzeuge im Ärmelkanal und auch der Flugzeugträger reagiert, hat die 150 mm der Z23 zurückgebaut zu den ursprünglichen 128 mm und hat dafür mehr Anti-Air draufgepackt. Wir haben hier ein Schiff, die Z35, die 1941, glaube ich, Kiel gelegt wurde und 1942 als er ausgelaufen ist, einsatzbereit war. Mit der Z36 müsste sie, glaube ich, noch mit der T22 und der T28 von Gotthafen aus zum Minenlegen, zum offensiven Minenlegen nach Reval gefahren sein, wo sie vom schlechten Wetter überrascht worden sind und im Nebel auf Minen aufgelaufen sind. Z35 und Z36 haben dabei über 540 Mann verloren, um die 60 konnten von russischen Schnellbooten gerettet werden und sind dann in Kriegsgefangenschaft geraten bis zum, ich weiß nicht, das ist unbestätigt. Manche sind sehr spät aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Also nicht nach Kriegsende, sondern teilweise erst 10 Jahre oder teilweise sogar noch länger erst später. Nichtsdestotrotz betrachten wir jetzt einmal die Daten. Die Wargaming mit der Z35 mit einem 1936er B-Zerstörer ins Spiel gebracht hat. So. Beginnen wir mit der Panzerung und ich glaube, da müssen wir nichts Großartiges im Vergleich zur Z23 erwarten. Das Schiff sieht nicht nur optisch ähnlich aus, es ist auch ähnlich gepanzert. Man erkennt Änderungen natürlich an den Aufbauten. Wie schon gesagt, ich habe hier extra bei der Z23 nochmal die 128er draufgepackt und wir haben hier bei der Überlebensfähigkeit von 19.500 auf 21.900. Das ist natürlich ein Unterschied beim Skillen, weil die Stock hat die Z23 19.500 und unsere Z35 19.100. Da fehlt es also einfach am Kapitän. Die Artillerie ist der erste große Unterschied, mit der die Z35 punkten möchte und teilweise auch kann, wenn auch schwierig einzusetzen. Aber das sehen wir dann später in einem Gefecht, was, glaube ich, bezeichnend ist für Z35-Gefechte. Wir haben hier 5x1 128 mm. Wie gesagt, das sind die identischen der Z23. Natürlich, wir haben 3000 Alpha AB und 1500 Alpha HE. Die Granate wiegt 28 kg und es wird mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 830 Meter pro Sekunde bei HE und bei AP abgeschossen. Wir haben hier die 32 mm Penetration. Der HE, das ist natürlich angenehm, man muss sie nur zum Einsatz bringen. 45 Grad bis 60 Grad ist die mögliche Ricochet, danach 100%. Das ist bei AP ganz normal und 8 mm Overmatch. Wir haben eine Fuse Time, also eine Zündzeit von 0,01 Sekunden. Das ist die, ja, Granatenwirkung bei diesem Schiff. Ein bisschen mehr, bei einem weit besseren, ja, 0,6 Sekunden besseren Reload und dann einem weit besseren Reichweite. Das muss man sagen. Wir haben nämlich Stock 10,84 Kilometer bei der Z23 und bei der Z35 12,12. Deswegen komme ich hier auch mit AFD auf 14,5. Natürlich gibt es einen weiteren Faktor, dem hier ein DD genüge tun muss, nämlich Torpedos. Wo wir bei der Z23 9,5 Kilometer Torpedos haben, und da haben wir die 14.400 Alpha G7 Schildput, haben wir bei der Z35 einen alten Freund, einen Freund, der sich immer wieder sehen lässt und bei Schiffen reinkommt in letzter Zeit, wie als wäre es ein Gebrauchsgegenstand. Wir haben die altbekannten Odin
Tirpitz, sind es auch die Mainz- und Nürnberg-Torpedos, G7A, T1 mit 13.700 Alpha-Damage, 19 Sekunden Nachladezeit. Wir haben 6 Kilometer Reichweite bei 1,3 Kilometer Torpedoerkennbarkeit zur See und 64 Knoten. Die Flugabwehr, die historisch ein bisschen besser sein sollte, ist es tatsächlich in der Tat im Spiel jein. Denn wir haben einen mittleren Bereich im Gegensatz zu den 101,5 dps der Z23, 122,5 dps, also auf bis zu 3,5 Kilometer. Danach haben wir im Nahbereich also nur 42 dps zu 94 dps. Also wir werden hier keinen Anti-Air-Preis gewinnen. Man sieht es hier auch an der leicht unterschiedlichen Wertung im Spiel. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Die Manövrierbarkeit mit 38,3 Knoten mit plus 5% der Flagge, was Stock 36,5 Knoten sind, sind nicht historisch. Historisch sollte sie 37,5 Knoten Geschwindigkeit haben, zumindest nach manchen Angaben. Z23 kommt Stock auf 37 Knoten. Ansonsten haben wir leicht veränderte Werte. 10 Meter im Wendekreis, weniger bei der Z35, nämlich 670 Meter und eine Ruderstellzeit von 4,4, die Stock bei der Z23 auf 4,5 liegt. Der große Unterschied ist auch nicht die Verborgenheit. Tut mir leid, den muss ich jetzt bringen. Wir haben 7,68 Kilometer Stock, was mit 6,2 mit Doppelconcealment belohnt wird, das bei beiden Schiffen. Dafür hat die Z35 eine höhere Aufdeckungsreichweite zur Luft, nämlich 3,7 Kilometer, auch Stock. Die Z23 hat tatsächlich 3,5 Kilometer. Aber irgendetwas muss das Schiff schon haben. Gut, wir haben Kanonen. Der Allzweckzerstörer der Deutschen, hier nur auf Kanonen getrimmt und auf 6 Kilometer Nahbereichstorpedos, die zur letzten Verteidigungslinie zählen, hat natürlich eine Besonderheit. Und es ist nicht die hydroakustische Suche, denn die ist typisch wie bei allen Deutschen mit 3,5 und 5 Kilometer. Nein, es ist der Smog. Wo wir hier 10 Sekunden Wirkungsdauer haben, bei 40 Sekunden Dauer des einzelnen Buffs, 600 Meter ja, Wirkungszeit in 66,5 Sekunden, was schon ziemlich, wenn wir einmal kurz die Flagge wechseln, auch wenn das vielleicht wehtut, hierher anmutet, um nicht zu sagen, es ist quasi identisch, bis es ist identisch, quasi die Z35 ist mal kurz ins gegnerische Lager und hat sich hier den Smoke geholt. Lasst euch hier nicht beirren, da ist einfach die Flagge von minus 5% und ein Skill drauf, der das ändert. Und auch die Verbrauchsladungen hier mit 6 zu 6 sehen ziemlich gleich aus. Und das war's? Habe ich schon gesagt, dass das war? Ich glaube, das war's. Äußeres? Ja. Wir werden hier irgendwann einmal eine andere Tarnung haben. Hier könnte ich zuweisen, hier könnte ich zuweisen. Das ist natürlich nichts. Mein Kapitän wurde, oh, jetzt ist sie hässlich, wurde so geskillt. Ich weiß nicht, ob das die beste Art und Weise ist, um sie zu skillen, aber ich habe versucht, hier mein Möglichstes rauszuholen bei diesem TD, um mit den Kanonen Schaden zu machen und um gleichzeitig meine DD-Rolle zu erfüllen. Und wie gut das funktioniert hat, das sehen wir jetzt im folgenden Gefecht. Hier möchte ich direkt zu Beginn anmerken, dies ist ein ausgesuchtes Replay. Das bedeutet, ganz klar, ich habe dieses Gefecht gespielt und habe dann aktiv beschlossen, dass ich euch das zeige. Das hat ja, verschiedene Gründe, die ich euch am Ende des Videos erklären werde, weil da habt ihr schon gesehen und werdet es auch besser verstehen. Und, was ganz, ganz wichtig ist, ab hier kommt meine persönliche Einschätzung zu diesem Zerstörer, der natürlich meinem persönlichen Fahrstil geschuldet ist, was nicht heißen muss, dass ihr dasselbe denkt wie ich. Deswegen werde ich euch auch immer erklären, warum ich das so empfinde. Meiner Meinung nach ist die Z35 kein Zerstörer für Leute, die deutsche Zerstörer zu schätzen wissen oder lieben. Jedermann, und ihr könnt mir gerne widersprechen, der deutsche Zerstörer gerne fährt, der steht auf den Allzweckzerstörer. Auf einen Zerstörer, der sowohl akzeptable Kanonen als auch akzeptable Torpedos bei akzeptabler Aufdeckungsreichweite und einem akzeptablen Smoke aufweisen kann. Wir haben hier keine Spezialisation, wie zum Beispiel japanische Torpedo-DDs, die großteils Schaden mit den Torpedos machen. Oder aber auch reinen Gun-DDs, die kürzere Reichweite und schlechtere Torpedos haben, dafür aber außergewöhnlich gute Kanonen. Oder, nennen sie gerne Gadget-DDs,
die einfach ein Gadget haben, das sie unglaublich gut macht und die ansonsten nicht so viel können. Wir haben bei den deutschen Zerstörern keine Reichweitenzerstörer, wie zum Beispiel eine Akizuki, die schon fast ein kleiner Kreuzer ist, mit einem Wendekreisradius eines Conquerors, das sich nicht kaum ins Cap trauen kann, wenn es gegen einen wendigen DD geht. Außer man ist ein guter Fahrer und der Gegner ist schlecht. Es besteht immer die Möglichkeit, da die Schiffe rauszunehmen. Sondern wir haben bei den deutschen Zerstörern eigentlich schon Schiffe, die mit der besonderen Möglichkeit, die ihnen Wargaming gegeben hat, die Möglichkeit haben, eben im Cap sehr gefährlich zu werden. Z35 und Z23 haben hier leider ein bisschen den kürzeren gezogen, weil Stufe 8 haben wir 5 Kilometer hydroakustische Suche. Stufe 9 5,5 bei den Deutschen, zumindest bei Z46, wenn es mich nicht täuscht. Und dann kommt das Problem, nämlich die Z52. Jetzt 6 Kilometer. Bedeutet, sehr, sehr schwierig. Aber wir sprechen hier, oder wir versuchen den bestmöglichsten Begegnungsfall einzugehen, deswegen auch hier, das 8er Gefecht, ist ein Vorteil für die Z. Also, meine Meinung ist, jeder, der die Allzweckzerstörer liebt, wird hier mit der Z35 einen hochspezialisierten Zerstörer haben, der diesen Leuten nicht gefallen wird. All jene, die sagen, nein, die Allzweckzerstörer der Deutschen, die haben mir noch nie gefallen, ich möchte etwas Spezialisierteres, der wird vielleicht mit der Z35 mehr anfangen zu wissen. Warum? Mehr anzufangen wissen. Mein Gehirn heute, ne? Das ist echt übel. Zu viel gesprochen, wie es aussieht. So, kommen wir zum Grund, warum. Wenn wir die Z35 mit der Z23 vergleichen, wie wir es jetzt gemacht haben, dann fällt uns auf, im direkten Gangvergleich ist eine Z35 natürlich besser. Aber wie oft wird eine Z23 mit einer Z35 in den direkten Gunfight gehen? Niemals. Warum nicht? Begegnungsfall, 6,2 Kilometer, beide offen. Support durch gegnerische Schiffe, man muss sich smoken. Hydroakustische Suchreichweite ist 5 Kilometer. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr oft gegen die Z23 gematcht worden, deswegen ist mir das extrem aufgefallen. Niemand deckt den anderen auf, es ist quasi nur eine Absicherung für gegnerische Torpedos, den sich die Z23 sparen könnte. Denn wenn sie abdreht, haben wir mit unseren 6 Kilometer Torpedos nicht die Möglichkeit, der Z gefährlich zu werden. Hier sehen wir jetzt übrigens einen Vorteil der Z35. Bei einer Z23 oder einem anderen vergleichbaren Zerstörer der Deutschen natürlich, hätten wir jetzt keinen Smoke mehr ready. Ich hätte hier den Smoke ready, sie wäre in hydroakustischer Sucherreichweite, ich könnte sie rausnehmen, ohne dass ich Schaden nehme, aber die Fushun spielt lieber Torpedo-DD als Gun-DD und versucht mich raus zu torpedieren. Also so viel als kurzer Einwurf, weil sich die Situation angeboten hat, was der Vorteil der Z35 ist, offensichtlich. Ne? Aber in solchen Begegnungsfällen zieht man den kürzeren, weil die eigenen Torpedos nicht die Reichweite haben, um eine Z23 aus ihrem Smoke zu drängen, weil sie vorher auslaufen. Außer natürlich, sie fahren beide aufeinander zu, es wird beides mal Hydro gezündet, dann gewinnt die Z35 bei gleichem Support, gleichem Trefferbild oder bei ohne Support. Ganz klar. Was wir auch noch sagen müssen ist, oder was man unbedingt anmerken muss, ist, durch die 5x1 ist die Z35 ein bisschen offensiver. Da, wo die Z23 nur die hinteren Türme zur Verfügung hat und deswegen ganz klar Gefechte präferieren muss, bei denen sie nach dem Erstkontakt flieht, wenn die Möglichkeit besteht, oder sich zumindest so positioniert, auch im Smoke mit hydroakustischer Suche, dass der Arsch zum Feind zielt, hat die Z35 vorne quasi 200% mehr Feuerpower. Das darf man nicht vergessen. Die alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, fahre ich eine Z35 unbedingt? Und jetzt fahre ich ein bisschen aggressiver, weil links und rechts gibt es einfach keinen Blumentopf zu gewinnen und farmen kann jeder. Ne? Es wäre intelligenter gewesen, da ein bisschen zu farmen, aber ihr kennt mich. Die Z soll bessere Flugabwehr haben als die Z23. Warum nicht testen? Wir haben hier schnellen Smoke zum schnellen Umpositionieren oder zum schnellen immer wieder Smoken. Warum nicht testen? Mal schauen, was hier geht. Aber tatsächlich, und da muss ich gestehen, ich habe in der Z35 weniger richtig gute Gefechte gehabt. Für mich war es sehr, sehr schwierig, von einem Allzweckzerstörer auf einen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Briten-Style zu wechseln. Weil das ist es unterm Strich ja auch nicht. Das wird das jetzt übel, ne? Torpedo-Einsatz. Für irgendwas müssen die gut sein. Denkt sich der Prime. Da ist natürlich der Gedanke. Der Wunsch ist Vater des Gedankens. Aber naja, wir haben ja den Smoke. Deswegen seht euch das an. Es ist lustig. Ich habe das vorher übrigens überprüft. Da gibt es keinen, äh,
keine Gefahr, dass ich aufgemacht werde, weil Smoken, also Beschuss im Nebel, da haben wir 3, ich muss nur aufpassen. Natürlich, die Fubuki macht sich einen Spaß. Hätte ich mal lieber auf die Gneisenau getorben, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Mit Urakus-Suche läuft das. Da. Nichtsdestotrotz, kommt auch die Lightning an. Übrigens, guter Vergleich. Da, wo unsere Z35 brilliert, ist tatsächlich im Vergleich zur Lightning. Wegen höherer Hydra-Reichweite, wegen sehr guten Kanonen. Allerdings die Torpedos, ne? 8 Kilometer gegen 6, aber es sind halt nur 8. Naja, man sieht es, Hydro ist an. Sehr gut. Denn die Z23 ist tatsächlich der schlechtestmögliche Vergleich, den es gibt für uns. Weil halt gefährlich oder weil Pattsituation. Stärken der Z35. Ich will nicht sagen, dass sie schwierig zu finden sind, denn sie sind ja offensichtlich. Das bedeutet, man muss sich nicht bemühen, sie zu entdecken. Das sind die Kanonen, wenn man sie gut einsetzen kann. Das sind die schnellen Smokes, wenn man sie gut einsetzen kann. Und man sollte sie gut einsetzen können, wenn man gegen CVs spielt. Es ist aber ein ganz anderer Spielstil, meiner Meinung nach. Mit einer Z23 oder einem deutschen Zerstörer farmt man nicht, sondern man agiert aggressiv. Ja, das ist leider hier Italien, die um die Ecke gekommen ist. Aber das hält die Z natürlich auch aus. Die Radar der Italien ist nicht besonders groß. Die hatte ich leider nicht auf dem Schirm, dass mein Team hier zurückgewichen ist. Aber Fehler passieren natürlich immer wieder. Und da ist es natürlich schon wieder ausgelaufen. Ich könnte jetzt umdrehen. Aber die alles entscheidende Frage ist, warum? Wenn ich umdrehe, bin ich aus dem Spiel. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier zu bleiben. Auch wenn es vielleicht nicht die erst reine Idee ist, aber unser Team sollte eigentlich gewinnen. War zumindest meine Idee, weil wir keine DDs mehr auf Gegnerseite haben. Ne? Aber naja, das ist ja keine Spielbesprechung. Die Frage. Wer spielt die Z35? Leute, die die deutsche Linie mögen, vielleicht, aber eher nicht. Leute, die die Briten mögen, vielleicht, aber warum dann die Deutschen? Wegen der längeren Hydro? Ja, die kürzeren Torpedos ist es das wert. Die guten Kanonen, die hat man doch auch bei den, ja eigentlich im Nahkampf, bei... Die Pause war übrigens dazu da, dass ihr das einsetzt. Aber okay, bei den Amerikanern, bei den Japanern. Wir haben theoretisch sogar bei den Russen relativ gute Kanonen, je nachdem, wie man sie einsetzen möchte. Deswegen kommt jetzt die alles entscheidende Frage. Wargaming hat sich etwas dabei gedacht. Was könnte das gewesen sein? Und ich tippe ganz klar auf Diversität. Natürlich ist es einfacher, Schiffe ins Spiel zu bringen, die es auf irgendeine Art und Weise schon gegeben hat. Vor allem die historisch auch bekannt oder eben tatsächlich existent waren. Und wie es bei den Deutschen ist, die Deutschen hatten sehr viele Zerstörer und sehr viele U-Boote. Und dabei ist es dann natürlich schwierig, etwas ins Spiel zu bringen, das sowohl ansprechend als auch divers genug ist. Sprich, ich bin jetzt am Arsch und die Z35 hat vielleicht spielerisch nicht einen extremen Unterschied zu schon bestehenden Schiffen zu bieten. Aber es gibt durchaus Leute, die fahren aus irgendwelchen Gründen auch immer nur deutsche. Also nur deutsche Zerstörer, nur deutsche Schiffe. Und für die ist die Z35 eine Alternative, einen Spielstil zu entdecken oder einen Spielstil zu etablieren, der mit einer Z23 nicht möglich ist. Sprich, schnelles Wechseln von Positionen von Smoke zu Smoke. Hier haben wir bei einem stetig wachsenden Aufkommen von Flugzeugträgern nicht die Möglichkeit, diese Flugzeugträger abzuwehren durch Anti-Air oder durch extremes Concealment, aber das kommt ja vielleicht noch, was durch Luft bedeutet. Oder aber, wir haben hier die Möglichkeit, nicht oder aber, sondern wir haben hier die Möglichkeit, durch, wie bei den Briten, Smoke den Flugzeugträgerangriffen zu entgehen. Sprich, man muss es den Flugzeugträgern verleiden, dass sie immer 40 Sekunden warten müssen. Denn 40 Sekunden ist sehr lange für einen Flugzeugträger. Wenn er 40 Sekunden über der einen Position steht, dann hat er ein Problem. Denn das eigene Team, dem fehlt es an Concealment,
Befehl ist ein Schaden, aber eine Schadenswirkung. Das war nicht die ideale Spielweise, wie man diesen D&D spielt. Diesen D&D spielt man tatsächlich eher wie einen Briten. Einen Briten mit kürzeren Torpedos, 32 mm Penetration, was bedeutet, wenn man sich zurückhält, kann man mit diesem D&D weitaus mehr farmen. Das bedeutet, wenn ich 32 mm Penetration habe, dann ist mein vorrangiges Ziel nicht unbedingt ein D&D. Weil den greife ich an, wenn ich 21 mm Penetration mit Hai habe zum Beispiel. Weil dann wird es schwierig, auf alles andere außer Superstructure Schaden zu machen. Hier kann ich tatsächlich im Nebel sitzend Kreuzer abfarmen. Hier kann ich im Nebel sitzend Front und Heck dieser Gneisenau zum Beispiel und auch die Aufbauten abfarmen. Sprich, dieser D&D kommt über den Schaden, über die Zeit mit erhöhter Reichweite. So sollte dieser D&D gespielt werden. Natürlich. Man könnte jetzt sagen, aber farmen kann ich auch mit einem Kreuzer. Aber Schaden könnte ich da mehr machen mit 152 mm und 32 mm Pen mit IFAE oder mit den 203er. Das ist durchaus korrekt. Aber die Z35 offenbart eben an dieser Stelle ihre Vielseitigkeit, ihre Allzweckwaffe. Wir haben hier keinen D&D, der torpediert und mit Kanonen, also kanoniert, ich glaube, das habe ich gerade erfunden, seine Stärken zeigt, sondern wir haben hier einen D&D, der in der Diversität der Auswahl der Ziele seine Stärken zeigt. Und ja, das wirkt jetzt ein bisschen so, wie als hätte ich das von Anfang an so konstruiert, damit ich zu diesem schönen Schluss komme. Das könnte tatsächlich auch der Wahrheit entsprechen. Dieses Gefecht ist, glaube ich, zu meinen Lasten verloren gegangen, deswegen huschen wir direkt zum Endscreen. Ich muss jetzt nicht weiter über die Stärken und Schwächen der Z52 sprechen, die haben wir gesehen. Und ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Werbungsmacher. Denn ein guter Werbungsmacher oder ein guter Werber würde ein super Gefecht mit einer Z35 zeigen, bei dem sie extrem guten Schaden mit den Kanonen gemacht hat. Aber ich empfinde das als nicht wahrheitsgetreu. Wir haben hier 63.000 Schaden gemacht. Das stimmt. Wir sind trotzdem auf dem ersten Platz, obwohl es eine Niederlage war. Und wir sind mit Schuld an der Niederlage, ohne Frage. Wir haben ein Flugzeug abgeschossen. Ganz schlechte Werbung hier für die Anti-Air. Aber bei dieser schlechten Performance, muss man einfach mal sagen, und da sind die Endpunkte ganz egal, haben wir dennoch mit den Kanonen, mit der Hai, 44.000 Schaden gemacht. Ja, in 10 Minuten. Wohlgemerkt. Und wäre das Gefecht vielleicht anders aufgebaut gewesen und anders vonstatten gegangen, dann hätten wir weitaus mehr Schaden gemacht. Aber wie viele Leute von euch machen sehr viel Schaden mit dem Schiff, weil sie lange im Gefecht bleiben? Ich glaube 70%, oder das ist jetzt geschätzt, viele, sagen wir, die DDs gehen ziemlich früh raus. Ich will jetzt nicht sagen 10 Minuten zu früh, bevor das Gefecht zu Ende ist, aber ich würde fast behaupten, die durchschnittliche Gefechtszeit eines DDs ist 10 Minuten. Wäre interessant, wenn Wargaming einmal die Daten veröffentlichen würde damit. Und das ist ebenfalls einer der Gründe, warum ich dieses Gefecht gewählt habe. Weil mit den Kanonen ist es tatsächlich möglich, innerhalb von 10 Minuten 60.000 Schaden zu machen. Und das wird auf Stufe 8 ein Durchschnittsschaden sein, den die allerwenigsten mit einem DD erreichen. Aber es ist möglich, wenn man sich zurückhaltend verhält und da aufbauend auf Kanonen und auf der intelligenten Zielwahl, welche natürlich auch durch das Gegnerteam bestimmt wird, Schaden farmt, ohne sich zu exponieren, nur bewusste Risiken einzugehen. Naja, gib's zu, es war nicht die allerbeste Review, aber das lag teilweise leider an mir und den, naja, meinem Nichtvermögen, die Gefechte so zu bekommen, dass das Schiff extrem aussagekräftig oder sehr gut aussagekräftig präsentiert wird. Es war einfach schwierig für mich in diesem Fall. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch einen kurzen oder einen kleinen Einblick verschaffen in das, was dieses Schiff vermutlich in euren Händen zu leisten vermag. Und ob es vermutlich für euch ein Schiff ist, das euch Spaß bringt. Denn nie vergessen, das ist das Wichtigste im Spiel. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.